Also meine Bimbos, wir sind jetzt fertig. Ich habe mein Brot gegessen und mir was zu trinken geholt und der Zillot hat seine Angelegenheit geklärt, weil er muss ja das Geld aus seinem Puff, den er betreibt, hat es abgeklärt, wie er es bekommt. Genau. Die Geldwäsche. Seines tschechischen Puffs. Über Foxy Paperlocker. Den der gute Zillot betreibt. Und Foxy, der war einfach bloß da und der war in Havanna rauchen und so. Ich glaube, ich habe nur das Bums drin. Ach so, ihr Bimbos habe ich nicht drin. Ich habe nur, glaube ich, das Bums drin. Alter, das magst du, Foxy. Oder? Ja, weil das so spontan jetzt war. Du so 3, 2, 1 und dann sollen wir aufnehmen. Und das ja. Na gut, dann gehen wir mal zum Boss. Zum Big Boss. Zum Big. Wer heißt denn der Boss eigentlich? Zum Big Boss of Doom. Der eingestürzte Gang. Oh mein Gott. Elendes Gesindel! Zurück mit euch! Hört ihr elendes Gesindel? Hoffentlich gut, dann gehen wir wieder. Was sind denn das blaue Zeichen da? König. Die Macht des gefallenen Sterns hat mich erweckt. Und schon bald werden alle leiden, so wie ich gelitten habe. Wachen, bringt mir seine Knochen. Der muss auch nicht so rumschreien. Ist voll laut, ne? Ja, ja. Wie sie ihn so schlagen. Und er so, ah, nein. Aber hey, das ist besser als Lockdown. Los, Deckard, wir holen dich, retten dich. Zurück in eure Gräber! Boah, also wir sollen zurück in unsere Gräber, okay. Okay. Ja, aber gehen wir mal das blaue Zeug hier. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Das ist blaues Blut. Ja, das kann man. Ich muss doch irgendwie mal. Oh, hier ist der Boss? Das ist der Boss? Ja. Ja, das hast du alles verpennt. Oh, da war's, da ist was Blaues. Ich jetzt wieder Höschen. Hab Dank. Ja. Aber warum habt ihr euer Leben für mich riskiert? Eure Nichte hat mich gebeten, euch zu suchen. Und ich habe eingewilligt. Oh, es ist wundervoll zu hören, dass Lea wohlauf ist. Lea! Ich hatte das Schlimmste befürchtet. Ich habe durch alte Karten, die ich einst fand, von diesem Geheim. Wir müssen einfach über den vorrennen. Gefallenen Stern sprechen. Folgt mir nach. Und jetzt habe ich einen Baumstumpf kaputt geschlagen. So. Das erinnert mich an die Stelle. Und der Rambo konnte sich nicht beherrschen und hat eine Tonne vertreten. Ja. Oh. Oh, nee, der Hulk war es, genau. Oh, sie haben die Verbindung zum Spiel verloren, ihr Kleinen, du. So, der Asuka ist wieder da, in der Aufnahme. Back und so. Ich hatte gerade einen Disconnect. Wegen Fehlercode 3007 oder so. Also reden wir dann gleich mal mit Lea. Onkel, du lebst. Dank dir und deinem Freund hier. Die Zeit wird knapp. Was könnt ihr mir vom gefallenen Stern berichten? Oh, der böse Mann. Ich weiß nicht viel, fürchte ich. Und der oh, Scheiße, was hab ich da? Oh, fuck. Sicherlich als Zeichen deutet, dass das Ende begonnen hat. Bitte, Onkel, keine deiner Geschichten mehr. Es zählt im Moment nur, dass du zurück bist. Den Kreuzzug hält nichts auf. Ja. Ich hab grad einen besseren Gegenstand einfach weggeschmolzen. Tja, aber mal sieht man, dass du scheiße bist. Oh cool, ich kann schon Helm herstellen. König war einst unser geliebter Herrscher, Leoric. Er wurde von Diablos Bösem in den Wahnsinn getrieben. Er hat seine beiden Söhne verloren und auch seine Seele selbst, bevor er endlich besiegt wurde. Nun scheint es, als wäre er auferstanden, um dieses Land erneut heimzusuchen. Leorics Schicksal ist tragisch, doch mir geht es um den gefallenen Stern und der Skelettkönig ist mir im Weg. Der Schlüssel, ihn zu besiegen, ist seine alte Krone. Sucht unseren Schmied Hedrick auf. Er weiß, wo sie zu finden ist. Hose habe ich ja sogar auch. Du solltest die Zeichen nicht so leicht abtun. Irgendwo in meinem Inventar, da oben. Auch eine Krone. Wir sind hier zum Schmiedebabo. Tristram wurde schon von vielen Schrecken heimgesucht und hat standgehalten. Aber was ist mit den Schriften? Kann man denn den Zauberstab machen? Achso, hier. Die historischen Schriften sprechen von lebenden Toten und dem Herrn der Lügen.
So, so sieht mein toller Charakter jetzt aus. Richtiger geiler Bimbo. Von meinem Kreuzritter sind wir halt alle Farben bunt. Ich kann ihn auch komplett einfärben jetzt. Kann man das Färbemittel nochmal kaufen? Also einen komischen Bimbo ist. Aber erst im zweiten Markt, oder? Nö, das kann man hier schon machen. Wo denn, sag mal. Moment. Ich will den jetzt lila färben. Ach ne, das ist die Ding. Oh. Hä, der ist aber gar nicht gefärbt. Komisch. Egal, Imperaler Amethyst. Cool. Ach, ihr seid schon da hinten. Ja, wir sind abgehauen. Oh, geil, jetzt habe ich einen makellosen Imperalen Amethysten. Kein Geld mehr. Kein Geld, alles weg. Ey, ach, wir haben schon 300.000 den herzustellen. Wir haben die Verzauberin schon und den. Ja, das habe ich mich gerade auch gefreut. Schmied, Deckard Cain sagte, ihr könntet helfen, die Krone Leorix zu finden. Nicht jetzt. Meine Frau, sie ist im Keller eingeschlossen. Genauso wie die anderen, die gebissen wurden. Mir wurde aufgetragen, sie alle zu töten. Aber wie soll ich meine eigene Frau umbringen? Ich weiß, dass es schwierig sein wird, aber sie würde es wollen. Hab Dank. Folgt mir. Okay. Tötet die gefräßigen Toten im Keller der Verdammten. Oh ja, und wenn wir die töten, lasst ihr Hagrid den letzten Schlag an seiner Frau dann. Okay. Dann werden wir sie töten müssen. Das gibt einen Erfolg. Meine Freunde. Ey, was? Es tut mir leid. Und? Tut eure Pflicht, Schmied, auch wenn es euch schwerfällt. Sind die Frau? Da hinten. Mira, meine Liebe. Bitte vergib mir. Ah, Hedrick, hilf mir! Redet mich an Hagrid aus, Dings. Harry Potter. Also vergesst nicht, den letzten Schlag muss hier Hedwig machen. Oder Hedrick. Hat aber viel Damage. So. Einfach ihn. So viel Damage. Oh, der macht einfach nur einen Schaden, ey. Yay. So. Hätte den Erfolg anscheinend schon. Hätte ich es nicht geschafft. Ich stehe in eurer Schuld. Mein Name ist Hedrick Eamon. Ihr schuldet mir nichts. Aber ich würde eure Hilfe auf meiner Suche nach Leorics Krone begrüßen. Da kann ich euch weiterhelfen. Sie wurde mit in das Grab seines Kanzlers gelegt. Meines Großvaters. Ihr werdet sein Grab auf einem Friedhof im Hain des Weglagens finden. Und wenn ihr meinen Narren von einem Lehrling da draußen seht, dann sagt ihm, dass er zurück in die Stadt kommen soll. Okay. Oh, Fox, komm mal weg. Hat einen tollen Hut. Ja, ich habe jetzt einen Zauberhut. Ich bin jetzt ein Magier. Du meinst wohl ja ein Magier. Ein Magier. Ich freue mich auf Magicka 2, da freue ich mich drauf. Das ist geil. Ja. Neues glaub, Wissen, ist was ist das? Oh oh, Stakal. Dies wird ein guter Kampf. Mein Gott, ich habe voll wenig FPS gerade. Ja, ich auch. 30 runtergegangen. Echt? Ich hatte 7. Nicht genug. Obwohl ich immer 100 habe. Obwohl ich ungefähr immer so gerade so 100 habe und auf einmal geht es voll runter. Ja. Da sind halt viele Gegner. Ich wollte eigentlich einen anderen Zauber wählen. Ach, no, warte. Was für ein Passiv? Hm? Ich hab schon meinen Passiven frei wie Oscar. Oh, hier ist eine Truhe. Ey, nicht ohne mich öffnen. Kolben drin. Hier, ein Kolben. Vielleicht kann einer den brauchen. Ja, besser. Oscar.
Hier, das war meine alte Waffe, die ist auch gut. Hey, wo seid ihr jetzt hin hier? Ja, hallo. Reduziert euren... Nicht schlecht, die Waffe. Ihr könnt eine Zweihandwaffe in eurer Waffenhand führen, während ihr gleich... Ja, das musst du machen. Mit dem, dass du eine Zweihandwaffe tragen kannst und ein Schild. Das ist richtig gut. Reduziert euren verursachten Schaden um 20%, aber... Nein, das kannst du wirklich machen. So eine Zweihandwaffe, die macht mehr als 20% Erhöht Schaden. Erhöht euren Angriffsgeschwindigkeit um 15% und reduziert alle Abklingzeiten um 15%, wenn ihr eine Einhand... Nö, ich mach das jetzt himmlische Stärke. Eine Zweihandwaffe, dann kann ich so zweihändigen Pflegel nutzen. Oh, ich kann eine Passivfähigkeit. Macht euren Frieden, jetzt! Ha, macht passiv. Euren Frieden, jetzt! Passivfähigkeit. Also, ich kann ja zwei wählen. So, dann nehme ich das hier. Ich glaube, ich muss nachher mal das Spiel neu starten. Was heißt nachher? Wenn zu laut essen geht, oder was? Genau. Gut. Warte eine halbe Stunde dann. Ne? 36 Minuten. Schlachthaus. Hast du auch den Erfolg bekommen? Nö, du. Den habe ich schon. Den habe ich schon viele Erfolge. Ja, das ist halt der Erfolg, den man halt nur im Korbmodus bekommen kann. Echt, kann man hier ist ja voll viel Loot. Ja klar. Echt? Ja, also hast du den dann schon oder nicht? Ja, ich habe mal mit so einem Typ Koop gespielt. Der war einfach in meinem Spiel drin. Einfach drin. Ja. Ey, wartet. Oder vielleicht habe ich ihn schon bekommen, als du mal in meinem Spiel warst und dann ist er gestorben bist. Was ist denn? Alter, ich sehe so. Oh. Gift, der hat mich einfach getötet als Instant. Ihr haltet den Kreuzzug nicht auf. Level 11, cool. Ah, hier sind Haare. Die Blitze macht von deinem Körper aus Abgang? Ha? So, Energieblitze, kommen die von dir? Nein. Ja, aber ich komme nicht von Fox, das sind so... Ja, das sind meine Pikachu-Skills. Wumm des Nephalem habe ich hier. Okay. Komm gar nicht mit den Skills hinterher, das ist viel zu schnell. Denn der Blaufall denn da unten an? Nein, müssen wir. Der zeigt unten rechts an. Nö, der zeigt ja mal irgendwas anderes an. In den letzten Tagen von König Leoriks Herrschaft konnten selbst die Gebeine der vor Ewigkeit Gestorbenen nicht ruhen. Sie nahmen ihre verfallenen Rüstungen und Waffen wieder auf. Müssen wir den Friedhof finden? Das ist doch stimmt woanders. Das stimmt hier oben irgendwo. Sie mögen vermodert und gebrechlich sein, doch ihre verdrehte Intelligenz macht aus ihnen beachtliche Gegner. Wow, guck mal, hast du gesehen die roten Bälle? Wow, die Bälle. Wow. Wow. Augenzwinker. Ja. Ja, das Ding ist ja geplatzt. Das ist ja eklig. Aber ja, das ist eklig. Ja, immer so, wenn du von irgendwas angefahren wirst, dann platzt du auch, Foxy. Niemals. Mach einfach nur plupp, dann bin ich weg. Genau. Aber der Friedhof war doch hier oben rechts irgendwo. Ja, chill mal. Wir wollen ja die Karte erkunden. Oh mein Gott, da kommt ein Monster! Hä? Lass den Magier nicht alleine! Der Magier muss ja nicht vorrennen! Der Magier hat Angst! Da ist die Magierin, ja. Im östlichen Königreich Kejistan habe ich Gerüchte über Krieger der Zakarum gehört, die Kreuzritter genannt werden. Die Einwohner waren diesbezüglich sehr verschwiegen. Doch ich konnte kombinieren, dass dieser Orden vor 200 Jahren gegründet wurde. Zur Zeit, als Rakis seine Paladin-Armee nach Westen führte. Doch diese Kreuzritter reisten gen Osten. Alter, schleudert der mal die Leichen hier rum. Geht ja gar nicht. Gesegneter Hammer.
So, was habe ich denn hier so bekommen? Ich habe einen imperialen Amethyst auch drin. Göttliches Urteil, wir erleiden mehr Schaden. Gesegneter Hammer. Hedricks Lehrling ist tot. Ich sollte es ihm sagen. Lehrling ist tot? Cool. Was? Ja, hey, kommt mal nochmal zu mir. Ich habe voll den geilen Skill jetzt bekommen. Finde ich den voll witzig. Oh Gott, oh, ein Hammer. Ah, die Klinge sind nicht so gut. Ihr haltet den Kreuzzug nicht auf. Wenn du auch sagst, ihr haltet den Kreuzzug nicht auf. Ihr habt mich an, niemand hält den Tod auf. So. Erfahrungsbonus. Yay! Doch, geht jetzt Stufe 12. Ja, ich hab ein halbes Level schon und du erst Stufe 12. Ich weiß nicht, was der gemacht hat, wir waren noch ganz zusammen. Das ist ja das Komische. Vielleicht levelt ihr ja schneller wegen eurer Erfahrung oder so ein Scheiß. Nö, da kriegen wir echt keinen Erfahrungsbonus für. Zumindest kann man das nicht skillen mit dem Erfahrungsbonus. Weiß ja nicht, ich weiß nicht, was ihr gemacht habt, so. Ich habe beispielsweise Ausrüstung getötet, irgendwie so plus 4 Erfahrung von getöteten Gegnern und sowas. So, accountgebundene Sachen. Ja, accountgebundene Sachen. So Akk hier wie bei WoW. Ja, genau. Guck mal, die hat das cool. Das ist mir aber neu, das konnte meine Magierin gar nicht. Weil die war klar mal bis Stufe 7. Dann ist das ja klar, dann habe ich auch gerade erst gekriegt. Was ist das denn? Oh, was war das? Kein Erfahrungsbonus. Da zum Beispiel rum der Nephalem hat dafür gekommen. Kommen da nicht die Segendinger da? Also, der Segendinger. Ja, da sind noch Gegner. Die müssen wir mitnehmen. Wir müssen alles mitnehmen. Ja. Wir müssen das ganze Spiel einfach zeigen. Ja. Letzter Part ist das Komo-Level, ne? Ja. Sofern wir das zuvor noch nicht gefunden haben. Also als ich durchgespielt habe, habe ich keinen einzigen Level gefunden. Ich habe da mit meinem Dämonenjäger bis jetzt schon irgendwie 3 Stück gefunden. Ja, du hast irgendwie Glück. Der hat auch 60 Spielstunden mit dem Charakter. Na und? Nur weil ich dann aus Versehen die Story zurückgesetzt habe. Ich habe hier so eine Truhe aufgemacht. Wo? Mein Gold. Ja. Mein Land. Meine Welle. Du bist hier in meinem Land. Meine Welle und mein Strand. Ich glaube, wir haben Aska verloren. Wer? Wen haben wir verloren? Aska. Kenn ich nicht. Guck mal hier, die leuchten blau. Oh oh, das war keine gute Idee. Mein Glaube wird belohnt. Na, aber noch hungrige Leichen. Ich bin Level 12, 13. Warum steht der so komisch? Oder bist du das gewesen? Dein Schmetterangriff. Ja, ja. Oh, hier ist. Egal, ich bin doch nicht gestorben. Ich hab den Tiefen wieder bekommen. Ja, ich krieg gar nichts. Das ist komisch. Wohl doch nicht so stark. Ja, wollen wir jetzt, Oskar? Moment, ich war ja gerade noch am Gegner töten.
Aha, deswegen ist er so schnell Level. Ich bin nach unten gegangen, wollte Loot aufsammeln, dann werde ich von lauter Gegner angegriffen. Könnt ihr meine Aufnahme mit anschauen? Oh, Bossgegner, Foxy. Jojo, ich bin unterwegs. Erstmal die Druckwelle, dann die Frostnova und. Diese Kreatur muss sterben. Das ist kein Boss, das ist ein anderer Gegner. Das ist ein Miniboss. Nicht genug Zorn. Ja. What the fuck? Das ist so ein Meowbreaker. Die Kuh kann zu Heiltränke nehmen. Wer ist tot? Ich chill mal ein bisschen, ne? Die dramatischen Ereignisse in diesem Land haben viele Geister zurückgelassen, die nicht in Frieden ruhen und nach Vergeltung streben. Oh, what the fuck? Diese Geister üben wahllos Rache an allen, die ihren Weg kreuzen. Ich hab mal Boom gemacht. Dass das Blut der Leben, wo müssen wir denn jetzt hier rein? Das sind ja vier Türen oder drei Türen. Gebracht wurden. Ja, eine von denen. Oder, Aska? Moment, ich guck gerade. Weil das Spiel hat mir gesagt, ich hab einen leeren Ausrüstungsplatz. Ich hätte auch ganz an. Aber ich kann keinen Bogen aufnehmen. Ich hab schon Ringe. Ja, gib mir plus 16 Stärke. Ja, lass mal hier reingehen zuerst. Jo. Weite Krypta. Ich muss gar nichts mehr machen, einfach hinten stehen, zugucken. Die beiden Rambos machen das schon. Oh. Ja. Du meinst so eher der Hulk und der Rambo. Und da hat der Hulk auch gut eine Tonne zertreten. Zum Glück gibt's hier keine Autos. Oh nein, diese Mörser. Oh, wie ich die gehasst habe. Was? 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 Böses Vieh. Böses Vieh. Nein, 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 nein. Boah, ich würde ja gleich sterben. Ah. Naja, hat ja nicht mehr gespielt. Böse Viecher, böse Viecher. Hilfe, Hilfe. Hier oben. Wie weit wollen wir hier nach oben gehen? Okay. Ich glaube, wir. Warte, warte, ich muss noch ausrüsten. Vorrufen, ja, da. Ich hab euch so lange drauf. Was können wir machen? Dann levelt er wieder. Ja. Warte, aber der zertrümmert, habt ihr das gesehen? Ja, voll zertrümmert. Oh. Mann, Maske. Den Kreuzzug hält nichts auf. Das ist viel zu nett. Ja, und wäre Spielvorteil. Kicken. Neuen Spielserver, neuen Spielcharakter machen, Oskar. Was? Nein. Mach keinen neuen Spielcharakter. Nee, nee. Das geht doch, ne? Ich benötige mehr Zorn. Blut vergeben. Aha, das ist zum Thema, du hattest den schon. Oh, hey, den hast du gar nicht bekommen. Ja.